Ich habe gestern in meiner Lieblingszeitung, der türkischen Hürriyet, eine sehr interessante Anzeige gesehen. Schauen Sie mal hier. Und zwar Polizei in Hessen. Studienplätze frei, Polizeikommissarin oder Polizeikommissar. Eine Chance auch für Nichtdeutsche. Ich habe mich da gestern mal beworben und ich muss sagen, eigentlich könnte ich die ganze Sendung hier hinschmeißen. Guten Tag. Schönen guten Tag. Mein Name ist Hasan Büksül. Ich rufe an wegen der Anzeige in die Hürriyet. Wegen, bitte was? Sie haben Anzeige in die Hürriyet, die türkische Zeitung, wo Sie schreiben, Polizei in Hessen Studienplätze. Ah, ja. Ja, genau, Herr Büksül. Ja, nee, Büksül. Büksül? Ach, Büksül. Wenn Sie die Ausbildung machen, da bekommen Sie nur eine sehr geringe Ausbildungsvergütung. Wie viel ist die geringe? Ich könnte, glaube ich, so um die 1200 Mark sein. Da bin 1200 ich Mark? Sicher. Ja. Da bekomme ich aber mehr, wenn ich, weißt du, wenn ich für die andere Seite arbeite. Ja. Andere Seite verdient immer mehr. Apropos Knast, mein Bruder ist im Knast. Kann ich ihn rausholen, wenn ich bei der Polizei arbeite? Wohl, Herr Öksü. Wie sieht aus mit dem Deutschkenntnis? Ist das, was ich so mit ihm rede, ist gut? Die müssen gut sein. Das kommt drauf an, wie Sie so Ihre Tagesform haben. Denn bei dem Test wird also auf die deutschen Sprachkenntnisse sehr großen Wert gelegt. Auch bei den Deutschen oder nur bei Ausländern? Auch bei den Deutschen. Die meisten Deutschen hier in Hessen fallen durch, weil sie nicht so gut Deutsch können. Die fallen durch? Jo. Deutsche fallen durch? Jo, natürlich. Die machen Fehler bei den Testen? Naja, glauben Sie denn, wir nehmen jeden hier? Wie sieht aus mit den Aufstiegsmöglichkeiten? Ab wann wird man Robocop? Das kann ziemlich schnell gehen, weil wir ja gleich schon im gehobenen Dienst eingestellt sind, im Gegensatz zu manchen anderen Bundesländern. Das heißt, Sie werden schon gleich Kommissar, wenn Sie mit der Ausbildung fertig sind. Und dann zum Oberkommissar ist der Weg eigentlich nicht so weit im Moment. Das ist cool, weil ich arbeite momentan so Security und so. Ja. Weißt du, so durchstehe. Und ich finde es total geil, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten, weil im Eintreten bin ich super. Im Eintreten bin ich super, ja. Das kann ich mir vorstellen, wenn Sie Türsteher sind. Warum haben deutsche Polizisten so komische schwarze Uniformen? Also, warum haben sie keine so schwarze Uniformen? Kennen Sie die von den Amerikanern? Die haben so coole schwarze, wie so in den Filmen. Und grün sieht irgendwie so schwul aus. Finden Sie als Frau nicht auch schwarz besser? Nö. Mir ist das egal, was die für Uniformen anhaben. Mir ist nur wichtig, was in der Uniform drin steckt, ob das ein guter Polizist ist. Und kriegst du während der Ausbildung auch die eure Dienstwagen, weil das so, ihr habt so komische, ihr habt nur Audi, kann ich mein 3er BMW mitbringen? Ja, nein. Die ist tiefer gelegt. Das glaube ich, ja, ja. Also Herr Büksel, mach mal so, ich schicke Ihnen die Broschüre zu, ja? Ja. Gell? Und da können Sie alles nach. Oh, letzte Frage, wenn ich da mitmachen will, wann kann ich anfangen, wenn Sie mich nehmen? Sie können sich bewerben für zum 1. Zum Februar und für den September. Da stellen wir an. Sobald schon? Ja. Aber ich komme erst in 2 Jahren aus dem Knast. Ja.